St. Galler Kantonalbank Investment Talk im Juli 2014 aus dem Investmentcenter der St. Galler Kantonalbank. Heute mit Caroline Hilp, Leiterin Anlagestrategie St. Galler Kantonalbank, zu den Perspektiven der internationalen Aktienmärkte. Caroline Hilp, die Aktienmärkte erreichten Mitte 2014 Höchststände. Der Höhenflug dauert schon 5 Jahre. Wie erklären Sie sich diesen Aufschwung? Für den Höhenflug sind verschiedene Treiber verantwortlich. Es ist sicher die konjunkturelle Erholung, die steigenden Unternehmensgewinne. Aber es hat auch viel mit der Psychologie und der Stimmung zu tun, mit einer Art Nachholeffekt nach der Finanzkrise. Viele Analysten nennen die expansive Geldpolitik der US-Notenbank als Hauptgrund für diesen Höhenflug. Stimmen Sie zu? Zu 100%. Ich denke, ohne die expansive Geldpolitik und vor allem auch ohne die außerordentlichen Maßnahmen der US-Notenbank hätte es keinen Höhenflug an den Aktienmärkten gegeben. Nach den üblichen Bewertungsmaßstäben wie Kurs-Gewinn-Verhältnis oder Kurs-Buch-Verhältnis sind die Aktienmärkte heute schon sehr hoch bewertet. Was braucht es, um diese hohen Bewertungen zu halten? Es braucht ein positives Gewinnwachstum. Und woher soll das Gewinnwachstum kommen? Dieses Gewinnwachstum kann aus vollen Auftragsbüchern kommen zum Beispiel. Es ist sehr wichtig, dass die Umsätze bei den Firmen wieder steigen, weil auch eine höhere Marge würde zu einem positiven Gewinnwachstum führen. Aber hier ist im Moment nicht mehr viel zu holen, weil die Margen historisch schon sehr hoch sind. Welche Entwicklung erwarten Sie in den nächsten Monaten? Für die nächsten Monate sind wir positiv. Wir glauben, dass die Gewinne weiter steigen werden. Warum? Die konjunkturelle Erholung ist in Gange. Die Auftragsbücher sind gefüllt. Die vorlaufenden Indikatoren signalisieren eine Expansion. Nach 5 Jahren Höhenflug kann sich kaum mehr einer an einen Markteinbruch erinnern. Viele Anleger sind daher von ihren Emotionen geleitet, auch Sie? Ich denke, dass die Emotionen oder die Psychologie immer starke Treiber an den Märkten sind. Das ist heute so, aber das war auch in der Vergangenheit so. Die Frage ist mehr, wie geht man mit den Emotionen um? Und ich denke, hier macht es einfach Sinn, ab und wann einen Schritt aus dem Marktgeschehen zurückzumachen und das Ganze aus der Ferne zu betrachten. Wie schätzen Sie das Risiko ein, dass das Herdenverhalten der Anleger in den letzten 5 Jahren zu einer Übertreibung geführt hat? Ich denke, das Herdenverhalten war sicher sehr stark in den letzten Jahren und es war sehr einseitig, weil die US-Geldpolitik und vor allem diese expansive Haltung stark im Vordergrund stand. Es war ja bezeichnend, dass alles positiv ausgelegt wurde, solange die Geldpolitik expansiv blieb. Von daher gab es sicher ein Herdenverhalten. Ob es zu einer Übertreibung geführt hat, würde ich so nicht unbedingt sagen, nein. Aber wenn ich mir diese Grafik anschaue, wir sehen hier den S&P 500 seit 1997. Wenn ich mir das genauer anschaue, dann frage ich mich schon automatisch, wie lange das noch gut gehen kann. Diese Frage, mit der sind Sie nicht alleine. Das spüren wir häufig auch aus Gesprächen, dass viele sich fragen, wie lange kann das noch gut gehen. Ich denke, dass die Dauer einer starken Aktienmarktperformance kein guter Indikator ist, um darauf zu warten, wann der Zusammenbruch kommt. Hier kommt eben die Psychologie ins Spiel. Niemand möchte der sein, der zuletzt noch im Spiel ist. Darum steigt auf einmal die Aufmerksamkeit gegenüber negativen Nachrichten, weil man halt als Erster auch wieder aussteigen möchte. Aber die Dauer des positiven Anstiegs an sich würde ich nicht als Indikator beiziehen, um eine Korrektur oder um einen Einbruch zu prognostizieren. Was heißt das nun konkret? Was raten Sie dem Anleger? Ich würde dem Anleger raten, in Aktien investiert zu bleiben. Soll der Anleger dabei lieber auf Aktien setzen, die bisher schon gut gelaufen sind, oder soll er eher nach unterbewerteten Titeln suchen? Wenn er noch unterbewertete Titel findet, ist das sicher gut. Aber im aktuellen Umfeld ist gerade bei Unternehmen, die gute Zukunftsaussichten haben, das eher schwierig zu finden. Das ist grundsätzlich mein Rat. Nicht schauen, was in der Vergangenheit war, sondern die Zukunftsperspektiven anschauen. Bei uns, wir haben investiert in Emerging Markets beispielsweise. Das ist zwar immer noch eine Region, die ein bisschen wirtschaftliche Probleme hat, aber die Aussichten haben sich klar aufgehellt und darum haben wir auch dort Aktien zugekauft. Caroline Hilp, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gerne.